Und damit willkommen zurück hier zu Warcraft 2, die Kampagne der Menschen. Wir waren erfolgreich das letzte Mal, das haben wir schon gesehen. Und damit geht es auch weiter dann in die nächste Mission. Immerhin Leibeigener. Man hat da sonst nichts zu tun, ne? So, Punkte sind ziemlich egal. Aus Dankbarkeit für die Errettung der Elfen hat der Rat von Silvermoon den Beschluss verabschiedet, die Streitkräfte von Quel'Thalas mit denen der Allianz von Lordaeron zusammenzulegen. Eine mächtige Flotte von Zerstörern wurde von den Elfen als Zeichen ihrer Bündnistreue auf den Weg geschickt, um Lordaeron zu schützen. Als Vorbereitung für die Ankunft dieser Schiffe hat Daelin Proudmoore, Lord von Kul'Thiras und Großadmiral der Flotte von Lordaeron, die Errichtung von Anlegeplätzen nahe der Ortschaft Southshore angeordnet. Sie haben dabei mit größter Eile vorzugehen, da die Horde angeblich bereits über einen geheimen Stützpunkt unweit des Festlandes verfügt. Tja, so sieht's aus. Eins Ziel, einen Hafen bauen und 4 Ölbohrtürme errichten. Man merkt bei dem Text mal wieder auch hier South Shore. So, dass hier doch die ganzen Namen, die im Spiel existieren und passieren, dass die alle im Original bleiben und nicht übersetzt wurden. Was nicht unbedingt verkehrt ist. Und das ist auch eine Sache, die bei Warcraft 3 dann noch beibehalten wurde. Dass das immer noch die original englischen Namen waren. Allerdings, ich habe selbst nie WoW gespielt, ne? Deswegen, ich habe es nur vom Hörensagen her gehört. Aber dass ab der Zeit ungefähr viele der Namen auch tatsächlich ins Deutsche übersetzt wurden. Und seitdem vielleicht ein bisschen weniger Sinn ergeben haben oder vielleicht vom Klang her auch einfach mal so ungewohnt waren. Weil das Original, was man hier aus der Geschichte vorher vielleicht kannte, dann allerdings doch auf Englisch war. Deswegen, das fällt doch auf. Dafür, dass es damals halt Englisch als Sprache jetzt nicht so wahnsinnig knalle verbreitet war, weil es das Internet 1995 noch in der Form gar nicht gab oder zumindest nicht verbreitet war. Und dadurch die meisten Menschen, sag ich mal, in Deutschland eher nicht mit Englisch zu tun gehabt haben. Die meisten zumindest Consumer hier. Ist es doch eigentlich erstaunlich, muss man sagen. Oder finde ich zumindest interessant, dass quasi hier einfach mal verzichtet wurde, das zu übersetzen. So, um es mal erwähnt zu haben. Es kann natürlich auch sein, dass mir das anders vorkommt, aber naja. Ihr könnt ja gerne mal euren Senf zu abgeben, wann da was verändert wurde und wie ihr das findet, dass es überhaupt verändert wurde. Ich muss sagen, das Schiff hier, das ist zwar ein Zerstörer, aber ich finde, das Schiff sieht eigentlich, ehrlich gesagt, ziemlich orkisch aus. Zumindest nicht sehr menschlich, muss ich da mal sagen. Wahrscheinlich durch diese Flügelform, durch diese Flügelsegelform. Vielleicht liegt es daran. Das sieht irgendwie für mich nicht unbedingt sehr menschlich aus. Aber ist natürlich von den Menschen. Das andere war ja noch unschöner von den Orks. Das war ja so ein komischer Klumpen. Das ging ja gar nicht. So, davon abgesehen, ich brauche noch ein paar mehr Leute hier. Ich habe gerade als Aufgabe, dass wir entsprechend hier, ne, einen Hafen bauen, 4 Ölbohrtürme errichten. Ist im Prinzip wirklich exakt das gleiche wie bei den Orks. Es ist wirklich das gleiche. Deswegen an der Stelle sollte man sich da nicht wundern. Und wie gesagt, es ist im Prinzip egal, welche Kampagne man zuerst spielt, weil die nicht aufeinander aufbauen, sind im Prinzip komplett die gleichen Sachen stellenweise, aber natürlich wird das später dann noch verschieden sein, wird das hier verschieden aussehen mit den Missionen, weil, ne, es ist unwahrscheinlich, dass wir als Mensch statt als Horde dann doch gegen den Menschenkönig auf seiner Insel da antreten, sag ich mal, ne, deswegen, es wird sich natürlich noch verändern, aber die Stories bauen halt nicht aufeinander auf, es sind zwei getrennte Stränge, es sind zwar auch zwei getrennte Schwierigkeitsgrad-Entwicklungen, die nicht aufeinander aufbauen. Um es nochmal erwähnt zu haben, Sägewerk errichten. Ja, das wäre gut. Ich habe aber nicht genug Holz. Ja, Milord. Dafür wäre ein Sägewerk natürlich eigentlich toll, um Holz zu haben. Aber naja, ist halt gerade mal nicht der Fall. Ich habe das Holz gerade mal für die Kaserne rausgehauen hier. Deswegen passte das gerade mal nicht. Aber Kaserne haben es gut. Hier sind ein paar Leute. Ich habe nur noch zwei Einheiten, mit denen ich mich hier durch die Gegend kloppen wollte. Das ist wichtig. Ich brauche den ganzen Krams. Ich brauche ein bisschen Kampfkraft. Ansonsten komme ich hier auch zu gar nichts. Deswegen machen wir das dann mal fix. Achso, ich mache nochmal hier einen weiteren Hof. Habe ich zwar noch weniger Holz, aber sind wir so ehrlich, so wichtig und schnell muss das jetzt auch nicht hier errichtet werden. Das Sägewerk. Deswegen, ich brauche mehr Leute. Ich mache mal ein bisschen schneller hier. Mit der Macht der Geschwindigkeitsvorspulung. Wie gesagt, immer noch sehr angenehm, dass es im Spiel selber geht. Aber ich warte auf die Plätze. Da ist er. Haben wir noch einen hier? Nö. Brauch mehr Holz, da habe ich mehr Holz. Ich mach nochmal einen direkt. Warum auch nicht? Ich mach nochmal einen direkt. Was soll ich tun? Ah. Ja.
Mach wieder ein bisschen langsamer, so. Sie wünschen. Fernkämpfe können wir dann bauen, wenn wir das Sägewerk haben. So, achso, ich baue das mal direkt hier ab. Ich befürchte nur mal, dass die dann entsprechend dem Gegner immer mal in die Hände laufen. Ich weiß nicht genau, wie das da genau oder wann die genau hier zu treffen sind, ne? Wenn der Wald immer weiter abgeholzt wird. Irgendwo muss man ja vorsichtig sein. Ein bisschen Vorsicht walten lassen, wann die dann wirklich kommen werden. Genau, Holz ist im Moment immer das Problem oder ist oftmals das Problem, weil gefühlt dauert das sehr viel länger. Oder ich packe da einfach nur weniger Leute rein. Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sehr gut sein. Das ist ja entsprechend weniger Kampf... Kampfkraft? Nee, Abbaueinheiten mitnehme. Kann sehr gut sein. Ja. Und ich werde auch sagen, wir müssen bald mal... Na, ich muss das Sägewerk bauen, ne? Damit ich hier das andere Stückchen Gebäude bauen kann, damit ich hier entsprechend Schiffe bauen kann. Muss ich ja machen. Oi, Sir! Ja, ja! Was soll ich tun? Ich weiß nicht, wie viele Sprecher es hier wirklich gibt, aber es scheinen mir doch recht wenige zu sein, stellenweise. Was eigentlich recht logisch ist, weil damals hat man da nicht so das riesige Budget gehabt. Aber es ist trotzdem immer wieder amüsant, wenn man einfach mal merkt, dass da wenige Personen einfach mal mehrere Rollen übernehmen und da verschieden enthusiastisch dann ins Mikrofon reingeblökt haben. Also, so die Wahnsinnsqualität in dem Sinne ist es aus sprecherischer Sicht nicht. Aber, sind wir ehrlich, so war die Zeit halt damals. Es hat gereicht, es hat funktioniert. Es hat mit dem Sound schon quasi mehr Features gehabt als manche andere Spiele während der Zeit, wo es halt überhaupt keine Sprachausgabe gab. Wie das halt so war, ach guck mal, jetzt muss ich nicht mehr hier was machen. Muss ich wirklich nur auf dem Wasser jetzt bauen? Das ist ja langweilig. Erledigt. Jetzt kann ich einen Hafen bauen. Ja, Milord. Alles klar. Ja. Das ist schön. Hätte ich gar nicht so viele Leute bauen brauchen. Hätte ich mir ein bisschen Geld sparen können. So, Kollege, hier abbauen. Pfeilstärke erhöhen. Ja, das wäre schön. Ist mir aber vollkommen egal. Das ist schön. Die kosten auch hier 600 Gold. Genauso wie die großen Orks. Die normalen hier Orkkrieger. Und die kosten auch 500 Gold und 500 Holz, sowie die Axtwerfer auch. Im Prinzip, symmetrischer könnte es eigentlich nicht sein. Mich würde mir interessieren, doch auch die Fähigkeiten, auch hier die Werte sind exakt gleich. Ist wirklich exakt gleich. Was kann ich tun? Wahrscheinlich hat es das damals vom Balancing her entsprechend einfach gemacht. Dass man sagen konnte, hier, wir machen das komplett alles exakt gleich. Wir machen einfach nur eine andere Farbe dran quasi. Und dadurch war es dann auch nicht schwierig, das Spiel quasi, das Balancing des Spiels zu erhalten. Oder aufrechtzuerhalten. Was vor allem für den Multiplayer halt interessant gewesen ist, beziehungsweise da halt so die Hauptschwierigkeit ist, die man normalerweise bei einem Spiel hat. Dass man, wenn man schon nicht exakt mit der gleichen Mannschaft gegeneinander antritt, dass man dann trotzdem das ungefähr von der Stärke her hinbekommt, dass man mit beiden Teams die gleichen Chancen hat. Das ist der schwierige Teil. Deswegen, wenn man letztendlich einfach nur eine andere Farbe dran pappt, dann ist es auch nicht schwierig, wenn es halt, oder das irgendwie gleich stark hinzubekommen. Das war halt eine schlechte Idee jetzt. Von daher, das ist jetzt echt nicht so kompliziert gewesen hier. Ich brauche Öl. Ich brauche vor allem aber auch, Nahrung? Warte mal, achso. Hatte ich da nicht irgendwie? Milord? Ich weiß es nicht. Okay. Hier kommen wir noch einen. Bauen. Ich hoffe, die greift mich nicht an. Das wäre doof. Das wäre sehr doof. Ja, hallo? Milord. Könnt ihr mal bitte Holz nach Hause bringen? Ketten auf Brücke. So. Warum auch nicht? Ketten auf Brücke. Siegel setzen? Skipper? Hi, Captain. Segel setzen? Das ist keine Schiffsschaukel. Na? Da wird man ja seekrank. Erledigt. Das Gespräch ist lustig. So. Ja, Arbeit erledigt. Schön. Der darf auch noch mal was machen. Ich will ein paar Schiffchen mehr bauen hier. So, ein paar Kampfschiffe. Ich muss immer ein bisschen aufräumen da unten. Einmal Öl haben wir da. Ich werde auch direkt gleich noch weitere Öltanker machen. Damit ich die schon mal hier hin schicken kann zumindest. Letztendlich muss ich 4 Ölbohrtürme errichten. Hafen haben wir. Die sind jetzt beide hier schön unterwegs. Ich brauche aber insgesamt halt mehr Öl. Wahrscheinlich sind auch da die Kosten exakt gleich. Denke ich mal.
Ich denke mal, die würden das wirklich einfach nur gespiegelt haben. Wie gesagt, andere Farbe dran. Im Sinne von andere, naja, andere Optik, halt andere Rasse. Und dann ist gut. Aber inhaltlich wird es, denke ich mal, komplett gleich sein. Müsste man mal vergleichen. Aber es würde mich wundern, wenn es nicht komplett gleich wäre. Wir haben kein Gold mehr, wir haben nur hier unten Gold. Ja, Milord. Wie wär's mit einem weiteren... Halt. Milord. Oh, nicht eine Kaserne. Nee, was haben wir denn hier? Hof? Rathaus. Da ist ein Rathaus vielleicht. Ja. Wenn nicht alle im Weg stehen. Was sie übrigens sehr gut können. So, ich mach mal noch keins mehr. Verdammt. Ich hab kein Geld mehr. Hätte man das eine behalten sollen. Im Sinne von nicht verheizen. Schon unterwegs. Aber sieht ganz gut aus hier. So, die haben auch hier wahrscheinlich die gleichen Werte. Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich sind es genau die gleichen Werte. Sofort! Ja, die machen das. So, haben sie hier Gold ein bisschen? Gehen wir schon mal hin. So, Rathaus dürfte gleich fertig sein. Ja. Wunderbar. Brauche ich kein Geld. Oh, na, wobei, ich brauche doch Geld. Eigentlich schon, wenn ich mal so ehrlich bin. Eigentlich schon. Siehst du, ich habe zu wenig Gold. Deswegen, ich hoffe mal, die machen das da. Gehen einfach mal rein, bitte. Skipper? Ja, hier ist der Skipper. Alles gut hier. Ich muss nur warten, letztendlich. Ich muss nur warten und gucken, dass denn hier entsprechend die Plätze alle belegt sind. Ich habe jetzt drei. Da unten fehlt noch einer. Ich muss die alle machen. Das bei der Insel. Ja, wir können gucken, was da bei der Insel ist. Ist in dem Sinne nicht so knalle aufregend. Ja. So. Ist halt eine Insel, ne? Da ist nicht so ewig viel los. Ja, ist halt eine Insel mit zwei Bergen. Und ganz viel Krams. So heißt das Lied. Eine Insel mit zwei Bergen und viel Zeug. Das war ein sehr kurzes Lied. So, haben wir noch einen hier. Ich hätte noch gern ein viertes. Ja, bisher sind die Missionen halt recht flott gemacht. Dafür zieht sich das dann später ein bisschen hin. Weil da selbst die letzte Mission mit den anderthalb Stunden knapp oder sowas nicht so, also die war okay lang. Sagen wir es mal so. Das war schon in Ordnung. Die davor war, glaube ich, die habe ich mir auch extra schwer gemacht. Wenn, dann habe ich die Mission meist mir extra selbst schwer gemacht, was nicht unbedingt schlau war. Aber naja, haben wir jetzt alles. Bisschen schneller hier. Sollte das gewesen sein hier. Von Gegner zerstören hat niemand was gesagt. Ich brauche noch mal ein bisschen hier ein paar mehr Kampfschiffe. Oh ja, Captain. Arbeit ausgeführt. So, ach guck mal. Haben wir das. Wunderbar, speichern. Sieg! Immer noch gleich falsch geschrieben seit Anfang an. Also muss das sein. Das bleibt, das ist Tradition. Immer ein Pächter, ui. Nachdem das Auffahren von Kriegsschiffen seine abschreckende Wirkung gezeigt hat, sieht Admiral Proudmoore nun die Zeit dafür gekommen, den Stützpunkt der Orks ausfindig zu machen. Späher berichten, dass sich diese Basis irgendwo südöstlich von Hillspread in der Region Suldair befindet. Mit Hilfe einer Gießerei, einer neuen Erfindung aus Lordaeron, können sie Fähren erbauen, die zum Transport von Truppen über größere Gewässer dienen. Diese Schiffe sind bei der Erledigung ihrer Aufgabe unverzichtbar. Wir müssen Schiffe bauen anscheinend wieder. Die Ork-Basis zerstören. Das ist schön und gut. Gucken wir mal. Die Maps werden auch spontan größer hier. Das ist sehr in Ordnung. Das wäre auch sonst langweilig, wenn das alles immer so kleine, ewig kleine Windsbereiche wären. Auch wenn es sicherlich sehr lustig wäre. So ein Miniatur-Arena-Kampf, den man da zu machen hat. Nur ich weiß nicht, ob das bei so einem Spiel dann wirklich gut funktionieren würde. Vermutlich nicht. So, gucken, was hier so alles ist. Ich glaube nicht, dass hier irgendwas in dem Bereich sein wird. Ich denke mal nicht. Ich denke mal sehr nicht. Am Anfang, wie gesagt, brauche ich ein bisschen Zeit, beziehungsweise das Spiel dauert ein bisschen. Da wird erstmal nicht so knalle viel passieren. Ich muss sagen, ich bin mir immer noch nicht so ganz sicher, ob ich damals wirklich Warcraft 1 oder 2 gespielt habe. Weil gefühlt
Ja gut, gefühlt bin ich mir halt gerade nicht mehr sicher. Ich kann das nicht mal begründen. Deswegen heißt es ja gefühlt. Ja, aber gefühlt bin ich von der Mission her nicht ganz sicher, ob ich das, ob ich quasi diese Mission hier mal gemacht habe, beziehungsweise ob überhaupt, ob das überhaupt damals so ausgesehen hat. Denn der erste Teil sah sehr ähnlich aus, hatte ich den Eindruck. Aber es ist halt so lange her, dass ich spontan oder insgesamt keine Ahnung mehr habe eigentlich. Muss ich da mal sagen. Deswegen, ich weiß es nicht mal. Ich habe den hier sicherlich mal gespielt, aber ich weiß nicht, wie ausführlich und umfangreich. Und das war ein bisschen doof. Wir sind komplett auf einer Insel hier. Okay, wir sind auf einer Insel. Oh. Mal gucken, ob ich sterben werde. Skipper! So. Wir sind also motiviert, das ist toll. Hast du hier oben eine Kaserne? Ja, hier kommt Kaserne. Machen wir das mal. Ist nie weg. Kann man immer mal gebrauchen. Zu Diensten. Begeisterung. Total cool. Hier auch nochmal kurz was ranklatschen. Warum auch nicht? Kann man ruhig ein bisschen dichter bauen. Zu Diensten. Noch eine Person. Ich brauche Wirtschaft. Und damit kann ich gleich einen Hafen bauen. Hoffe ich. Nee, ich brauche erst ein Sägewerk bauen. Hä, bevor das mit dem Hafen geht. Machen wir es unten hin. Das ist fertig. Noch so ein Onkel hier ran. Auch noch so ein Onkel ran. Noch ein Bauernhof bitte. Weil muss ja. Mein Herrscher! Machen wir einen Ticken langsamer. Ist immer noch schnell, aber zumindest ein Ticken langsamer. Turm errichten. Ja, so ein Turm wäre nicht verkehrt, glaube ich. Ich habe nicht genug Bäume. Toll, geil. Ah, halt nicht. Dann halt nicht. Der darf nochmal ins Gold rein. Und der darf noch ein Haus bauen. Also das ist der Einheitenplatzbedarf ist schon ziemlich hoch. Der Nahrungsbedarf hier. Ist nicht zu verachten. So, einmal hier die Bogenschützenstärke machen. 300 Holz brauche ich da. Das sind nicht genug. Nopes. 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 Was kann ich Fernkämpfer habe ich halt mal zu wenig. Damit könnte ich halt schön auch die Schiffe ein bisschen, zumindest ein bisschen ärgern. Nicht unbedingt platt machen, aber zumindest ein bisschen ärgern. Deswegen mache ich das vielleicht auch nochmal. Ich baue noch einen Hof hier ran, wenn das denn geht. Warum auch nicht? Rein von den Finanzen her. Holz. Was kann ich tun? Ah. Warum auch nicht? Das ist eine komische Siedlung hier. Vor allem, das sieht halt alles gleich aus. Vor allem, wenn ihr durch die Gegend rollt, tauschen sich die Häuser quasi gegeneinander aus und sehen halt komplett gleich aus. Weil das auch das Grollen hier an diesem Raster funktioniert. Mein Herrscher, indem man hier auch die ganzen Sachen reinbaut. Was aber ziemlich normal ist. Bei dieser Art Spiel, beziehungsweise auch für die Zeit. Erledigt. So, schön. Da wird geforscht. Haben wir da noch eine zweite Stufe? Arbeit ja. Ausgeführt. Schön. Was brauche ich denn nochmal? Achso, ein Hafen, natürlich. Alles klar. Ich bin schlau. Was haben wir hier noch irgendwas anderes? Nein, Türme halt. Tja, alles die Türme klar. Kosten 200 Gold. Ich könnte spaßeshalber einmal hier oben hinbauen. Ich weiß nicht, wie das. Na gut, spaßeshalber ist es. Ja. Der Spaß ist natürlich grenzenlos, wenn ich das so mache. Unfassbar hoch, gerade mal. Aber vielleicht hilft es. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir dadurch ein bisschen Alarm, falls Gegner reinkommen sollten hier. Ich weiß es noch nicht so ganz. Das ist noch nicht so ganz fertig. Das ist noch nicht, auch noch nicht so ganz fertig. So. Wachturm. Was soll das? Bisschen mehr Sicht habe ich jetzt oben, aber das war es dann eigentlich auch. Also so knallviel hat es jetzt nicht gebracht. Alles klar. Na. So. Machen wir das so. Ich muss machen letztendlich die Ork-Basis zerstören. Das ist recht einfach formuliert. Fast noch einfacher als es bei den Ork-Missionen vorher war. Da stand ja immer, machen sie das und das und das und das. Letztendlich hat es immer geheißen, mach alles kaputt. Das war immer so die geheime Botschaft, die da immer drunter stand. Total geheimbar. Mach einfach alles kaputt. Und dafür muss ich offenbar irgendwie übers Wasser. Ich brauche eine Fähre. Sehr offenbar. Oder irgendwie anders muss geflogen werden. Rüberfliegen, rüberschwimmen geht halt nicht. Die Eisenrüstung oder die Stahlrüstung zieht das ein bisschen runter. Die Bögen sind danach, glaube ich, nicht mehr ganz so schön. Aber warum kann ich jetzt nichts machen hier? Öltanker bauen, schön und gut. Achso, eine Gießerei, okay. Alles klar, genau. Dadurch kann ich dann die Fähre bauen. Stimmt ja. Ich erinnere mich.
Das ist total schön. Ihr wünscht. So, wo haben wir denn Öl? Ich hätte mich vielleicht auf dem Wasser ein bisschen umschauen sollen. Da ist Öl. Praktisch. Da kann ich ja dann meine Fähre mir hinbasteln. Oder ich kann das alles vom Wasser aus angreifen, was ein bisschen komisch wäre. Aber wer weiß. Ich weiß es nicht. Kann ja sein. Und ich sollte zu zweit eigentlich nicht unbedingt hier lang, weil ich bin zu zweit nicht sonderlich haltbar. Halt, halt, halt. Ja. Alles geht. Schön ist es trotzdem nicht. So, ich muss nochmal zurück. Ist mir ein bisschen zu brenzlig hier. Das sieht schon besser aus mit 3 Stück. Ist doch sehr viel zu machen oder sehr viel mehr zu machen. Eine Fähre. Sehr gut. Kostet auch noch 500. Boah, hier kommt ein Gepär. Mein Herrscher. Ja, mein Herrscher. Okay. Ich baue nochmal direkt hier weiteres, anderes Ding jetzt gleich. Ja, Upgrades. Ich meine, direkt ein Upgrade. Einen weiteren Tanker hier. Ja, doch, Tanker. Eure Eminenz, wie weg. Captain auf Brücke.